So, dann habe ich also doch noch was geschlafen. Das ist ja immer gut, wenn man ausgeruht weitergeht, hier weiterfährt. Aber irgendwie sind wir doch wieder in die falsche Richtung. Ich muss ja irgendwann mal nach links abbiegen. Na? Ja, GTA 4 hatte ich gesagt. In der letzten Folge. Das ist... Haben wir wieder die Fichten, den normalen. GTA 4 ist ja doch ein ganz tolles Spiel auch. Denn da hast du auch alle Freiheiten. Selbst wenn du Quests rein hast. Aber du kannst dich auch im Spiel erfreuen, wenn du die Quests rein nicht machst. Sondern einfach durch die Stadt läufst und irgendwelchen Unsinn anstellst. Also fast so wie Minecraft. Du kannst die Welt natürlich nicht verändern, aber... Das ist auch schön. Wenn man bei Harveys neue Augen, du hast ein Bild und da bist du in dieser Szene und du kannst nach links und du kannst nach rechts. Du hast 4, 5 Möglichkeiten zu laufen, aber wenn du da keinen Quest zu machen hast, passiert da auch nichts in dem Bild. Du bist also wirklich gezwungen, diesen roten Faden nachzubearbeiten, der sich dann mal aufdröselt vielleicht, aber im Prinzip ist das doch immer das Gleiche. Einmal gespielt oder einmal Let's Play geschaut bei Gronkh oder bei wem auch immer. Und das macht dann keinen Spaß mehr. Mir jedenfalls. Also solche Spiele, da werde ich mir auch nie wieder ein anderes Let's Play von Harveys Neue Augen angucken. Ja, aber von Minecraft, da kann ich mir doch, ich habe so viele Let's Player, die ich gerne schaue. Ihr findet die ja in meiner Liste oben rechts, was ich gerade aktuell gucke. Wo sind wir jetzt gelandet? Hier in irgendeiner finsteren Bucht. Ja, also da seht ihr, wie das ist, wenn man nach Hause finden will. Also es ist dann vielleicht doch schon besser, das Ganze über den Nether zu realisieren, wenn das auch nicht ganz ungefährlich ist. Aber wir haben ja schon eine ganze Strecke im Nether zurückgelegt, mal, wo wir da dieses Zeugs gesucht haben. Wie heißt es? Den Kalk, nicht den Quarz. Netherquarz. Und ja, das kann ja sein, dass das schon ausreicht fast. Wobei wir natürlich nur in eine Richtung gelaufen sind. Ich weiß jetzt auch nicht in welche, ob in die Plus- oder Minus-Richtung. Aber irgendwie so, vielleicht haben wir ja schon die, Moment, was waren wir, 2300 oder was? Oh, was ist das denn hier für ein Gebilde? So ein natürlicher Bogen her. So ähnlich wie der, naja, der ist natürlich schöner. In St. Louis, glaube ich, dieser Bogen. Wow. Kommt da noch was gespawnt? Nee, wa? Das ist tatsächlich so ein Wolkenschloss. Oder ein Schloss, ein Luftschloss. Wir brauchen jetzt kein Luftschloss mehr bauen. Wir haben eins hier. Wahnsinn. Mit Abwasser. So, mal sehen. Wir sind nur noch auf minus 300 in der südlichen Kante. Ich glaube, wir waren ziemlich bei 0 rausgekommen. Nee, bei 0 kann ja nicht sein. 0 ist ja, glaube ich, der Nullpunkt ist bei mir irgendwo an der Kirche da. An der kleinen Kapelle. Der Runden. So, was haben wir noch für Fragen? Mal gucken. Also, das hatte ich schon beantwortet. Das hatte ich schon beantwortet. Das hatte ich schon. Ach, genau.
den habe ich noch nicht. Das ist dann das letzte. Da kann man aber auch viel drüber erzählen. Ich hatte mal in irgendeinem Video was von... Hier sind die dicken Eichen, genau. Kommt mir irgendwie bekannt vor, jetzt so langsam. Aber das ist jetzt nicht so eine kleine Insel. Also wohl doch nicht so bekannt vor. Ja, ich hatte ja in einem Video mal was so nebenbei erzählt von dem Krieg von Adolf Hitler, vom Zweiten Weltkrieg und was daraus entstanden ist. Zum Beispiel habe ich gesagt BRD, DDR. Und dann kam ein Kommentar von Jaro spielt. Übrigens hat man mich gefragt, ob Jaro spielt mein Sohn sei. Nein, ist er nicht. Ebenso wenig, wie man mir schon mal vor anderthalb Jahren bestimmt gesagt hat, oder nicht mir gesagt hat, sondern in einem Forum geschrieben hat, was ich rein zufällig gefunden habe, dass ich vielleicht der Opa von Gronkh wäre. Auch das stimmt nicht. Aber die beiden, Jaro spielt und Gronkh, machen schöne Let's Plays. Ich mache auch ganz ordentliche Let's Plays, glaube ich. Und dann denkt man vielleicht, die Leute, die so ähnliche Let's Plays machen, so dünnschiss labern, so wie ich und Gronkh und Jaro spielt. Nein, wir haben alle ernste Themen immer. Ne? Kein dünnschiss. Zum Beispiel sagt ein Jaro spielt, BRD ist doch eigentlich verboten, das zu sagen. Nein, das ist nicht verboten. Es war auch früher nicht verboten, BRD zu sagen. Es war nur nicht gern gesehen. Weil nämlich die DDR damals, die von sich übrigens selber auch DDR gesagt hat, die hat dann immer gesagt, die BRD, der, na wie hieß er, der Ulbricht, die Revanchisten aus der BRD wollen unseren Staat angreifen, niedermachen. Genossinnen und Genossen, wir lassen uns das nicht gefallen. Genossinnen und Genossen, wir kämpfen für den Sozialismus in Deutschland, den Sozialismus in der Deutschen Demokratischen Republik. So. Und mit der Hilfe unserer sowjetischen, bulgarischen, tschechischen, polnischen Freunde werden wir den... Oh! Gut, dass ich noch ein paar Bötchen dabei habe. Extra für solche Zwecke. Also man durfte schon BRD sagen. Es gab natürlich in manchen Zeitungen durfte man nicht BRD sagen. Man durfte da noch nicht mal DDR sagen. Also für manche Zeitungen war das ja ewig lange noch die Ostzone oder die SBZ, was die Abkürzung ist für sowjetisch besetzte Zone. Und BRD durfte man in Zeitungen natürlich auch nicht schreiben. Aber für meine Eltern war das immer die Ostzone. Ist egal, wie sie geheißen hat. Und wir konnten in Hannover damals auch Ostfernsehen bekommen, haben sich dann immer angeguckt und darüber amüsiert. Über den schwarzen Kanal von Karl Eduard von Schmutzler. Schnitzler hieß er, aber Schmutzler haben sie ihn genannt. Und ja, manchmal haben die ganz nette Fußballübertragung, Sportübertragung gemacht, da waren sie gut drin. Sind ja auch einige Reporter im Westen, dann auch Sportreporter, ganz bekannt gewesen. Zum Beispiel einer, der das auch sehr gut macht, ist jetzt bei Eurosport, Dirk Thiele, der dann meistens auch, was macht der? Skispringen und Leichtathletik. Und Leichtathletik zusammen mit Sigi Heinrich aus Bayern. Sigi Heinrich macht dann auch mal Eiskunstlaufen und Biathlon. Aber in Leichtathletik beim Kommentieren die beide zusammen und das ist schon wirklich ein Hochgenuss manchmal, so die Kommentare. So, es kommt viel auf den Kommentar drauf an. Jetzt sind wir schon bei plus 200, ich glaube wir sind bald da. Wo steht die Sonne? Sie geht unter.
Da ist dann die Frage, schaffen wir das noch bis nach Hause oder legen wir uns hier vorher ins Bett und gehen dann nach Hause? Ich würde ja fast sagen, da es jetzt schon langsam dämmerig wird, dass ich mir hier mal jetzt etwas früher einen Platz suche und dann nicht das Problem habe, keinen zu finden. Also natürlich darf man in Deutschland hier BRD sagen. Das Problem war halt nur, dass früher die BRD hieß, also BRD Bundesrepublik Deutschland, sie vertrat Deutschland völkerrechtlich Nachfolgestaat des Deutschen Reiches. Die Deutsche Demokratische Republik hingegen war eine demokratische Republik auf deutschem Boden, deswegen Deutsche Demokratische Republik. Ja, da erzähle ich gleich nochmal was dazu.